Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean, im wilden Modus. Ja, und es ist mal wieder an der Zeit, nach langer, langer Zeit, für mich ein eigenes Deck zu erstellen, mit euch zusammen. So sahen meine Videos früher immer aus und die letzten, oh, lass mich nicht lügen, 3 Seasons. Habe ich dann angefangen, Metadecks nachzubauen. Das war nicht immer so. Ja, nichtsdestotrotz, back to the roots, möchte ich jetzt ein Deck bauen, ein eigenes, und zwar ein wildes. Wer die alten Videos noch kennt, der weiß, dass ich im Deckbau nicht der Beste bin. Deswegen bin ich früher auch immer höchstens Rang 15 gewesen. Das war so das Höchste der Gefühle. Ja, weil die Decks, die ich baue, meistens nicht so gut sind. Hase. Das Deck nenne ich Hase. Ja. Ist so ein bisschen so eine spontane Idee. Ich hatte ja schon bevor das letzte Add-on rauskam, hatte ich ja schon den Plan von diesen Bunny Hoppern, diese Mech Bunny Hopper, davon ein Deck zu bauen. Mischt Kopien eines befreundeten Dieners in euer Deck und das werden dann Robo-Hopser. Kann ich eigentlich auch so nennen. Hase Robo-Hopser. Ja. So, mit dem Robo-Hopser, den werde ich hier, mischt 3 Kopien eines befreundeten Dieners in euer Deck und natürlich die Dreierbande und dann brauche ich noch hier zieht Diener und so. Diener. Zieht 2 Diener aus eurem Deck, genau. Ich glaube, wählt einen befreundeten Diener, erhaltet davon eine Kopie 1-1 auf die Hand, sie kostet 1. Das wird bestimmt auch mit den Hopsern gehen. Ja, verschwinden ist klar. Achso. Jedes Mal, wenn ein Gegner sauber wird, dann Kopie. Ja, ich überlege gerade, was ich da noch einpacken könnte in das Deck, was da noch gut zu passen würde. Kopfnuss ganz wichtig.
Abenteuer wäre vielleicht nicht schlecht. Andere Hero Power mit dem Hopser. Weil die Waffe brauchen wir da nicht unbedingt. Talnos. Naja. Dreckige Ratte. Junger Braumeister. Mich das für euch aufbewahren. Den würde ich auch einbauen. Ich glaube hier. Hallo, hallo, hallo. Die wären noch gut. Das ist auch nicht schlecht. Pilzbauer und sowas alles will ich gar nicht haben. So. Das ist so meine erste Version vom Robo-Hopser-Deck. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so klappt. Aber ich probiere da einfach mal. Komm. So viel Spaß muss sein. Und wie immer, ja, Marke Eigenbaudeck kann wahrscheinlich nicht so gut werden. Aktuell Rang 11 und da sind schon viele Meta-Decks unterwegs. Deshalb, ja. Aber ich würde mich schon echt freuen, wenn es ansatzweise funktioniert.
Bonnie Höpser. Wir haben unseren Fluch in unsere Stärke klar. Verwandelt. Oh Gott, jetzt habe ich nur Kombo-Karten und keine Bunny Hopser, ne? Das kann ja heiter werden. Ich meine, sobald ich den ersten Bunny Hopser habe, geht es ab. Aber den muss ich auch erstmal haben. Es gibt keinen. Muss ich noch mal dran rumschrauben. Es gibt da noch einen, ne? Zieht den niedrigsten Dude aus dem Deck oder so. Vielleicht baue ich den auch noch ein. Naja, komm. Das brauchen wir uns nicht zu geben. Das ist vorbei. Gegen Even Schamane momentan das stärkste Deck in Wild. Brauche ich mit so einem Kasperle Theater hier nicht ankommen. So, ich brauche auf jeden Fall. Ich glaube, den tue ich wieder raus. Ich glaube, den tue ich auch raus. Das ist ein bisschen Overdose. Kosten. Mit den niedrigsten Kosten. Irgendwie sowas war das doch, ne? Zieht aus eurem Deck den Diener mit den niedrigsten Kosten, genau. Zieht zwei Diener aus eurem Deck, genau. Ich glaube, da mache ich die beiden auch weg und stattdessen lieber Zauber, oder? Sonst habe ich zu viele Diener. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser, aber ich meine, es wäre ja in der Meta, wenn das irgendwie Sinn machen würde. Thomas Libos. Nope, möchte ich alles nicht.
Boah. Die Freude ist ganz meinerseits. Also heute ist ein richtiger, richtiger Pechtag. Also ich habe in Heroes of the Storm 5 Spiele gewonnen und, keine Ahnung, 7 verloren oder so. Los. Wie gesagt, wenn ich einen Hopser ziehe, dann ist alles gut. Aber so wie es aussieht, passiert das nicht so schnell. Oh, das ist cool. Los geht's. Nur irgendwie muss ich das auch triggern können, ne? Ja, klar. Ja, die Idol. Los geht's. Warum denn davon 2? Jetzt habe ich den 2-mal und den 2-mal erfahren. Schon sehr unlucky. Ah, egal. Wenigstens habe ich den Frau ohne Sorgen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ich einen Bunny Hopper ziehe. Hello. Komm, will was Krasses. Jetzt habe ich die Hälfte von meinem Deck schon gezogen und immer noch kein Bunny Hopser. Traurig. Das ist traurig.
Euch und euch und euch. Das wäre so schön. Aber no luck for me. Naja, this is it. Ich will euch und euch und euch. This is it. Wow. Los geht's. Ja, wer ist das neue Schwarz? No luck for me. Ja, das war's, ne? Was lauert in dem Tiefen? So ein schönes Exemplar. Healbots oder was könnte ich da noch einbauen, um länger zu leben oder um damit besser klarzukommen? Ich weiß es nicht. Nix. Kann ich nix tun. Yay. Ach, das Ding ist durch. Was lauert in den Tiefen? Meisterhaft. Ich hatte nur noch 12 Karten im Stapel und ich habe nicht einen Hasen gezogen. Das ist natürlich mega frustrierend und ich habe sogar zweimal den gespielt.
Oder einmal? Auf jeden Fall mindestens einmal. Und ich habe die beiden Hasen nicht gezogen und ich habe den nicht gezogen. Dafür gefühlt alles andere. Ich meine, gut, Kopfnuss auch nicht, aber alles andere. Attentat mache ich weg. Den mache ich weg. Ja, ich habe da jetzt noch mal ein bisschen dran rumgeschraubt. Bisschen weniger Diener, dass wenn ich einen ziehe, dass ich welche ziehe, ihr wisst, was ich meine, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ein Hase ist. Aber bis jetzt kann ich schon mal sagen, es funktioniert leider nicht so. Die Idee ist cool, aber die Praxis... Zieh das am Deck, den mit den niedrigsten Kosten, immerhin. Und Mirror. Das wird schon wieder eine harte Runde, ey. Was ich auch noch ausprobieren wollte, war Millmage. Aber ich spiele mich halt immer weiter runter mit solchen Experimenten. Los geht's. Ich spiele erstmal den. Und den kann ich mit dem kombonen. Aha, okay, dann combo ich erst. Ein Hopser, ich werd verrückt. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hab eine Hopser, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, die beiden mache ich als Combo. Dann ziehe ich vier Diener. Na, vielleicht läuft das jetzt ein bisschen besser. Jetzt, wo ich endlich mal einen auf der Hand habe. Tried so hard. Wie viel brauche ich? Vier? Mhm.
Cool. Na ja gut, wenn ich das mit dem Hopser-Kombo, natürlich auch geil. Oh Gott, no. Ist ja gar kein Kampfschrei, ist ja nur Combo. Auch noch Missplay. Ja, seien wir mal realistisch. Ich werde mit diesem Deck hier nicht gewinnen können, aber gucken wir mal. Wow. Krass. Okay. 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 Ich will jetzt doch nur einmal sehen. Ach, es hätte so schön sein können. Es hätte so schön sein können. Valera gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Seid auf der Hut. Ja, immerhin. Die Freude ist ganz meinerseits. Das ist aber auch jedes Mal hart, ne? Egal, was ich für einen Gegner habe, ist irgendein krasses Meta-Deck. Nächsten Zug kann ich Coin, Frau ohne Sorgen machen. Vielleicht hole ich mir den sogar direkt wieder auf der Hand. Ich glaube, das ist das einzig Sinnvolle. Ja, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Dann kann ich jetzt erstmal die Minnesänger spielen. Die Synymphe meine ich. Kommt, tanz zu meiner Melodie. Da ist er. Geil. So. Vielleicht klappt's. Der Druide ist eventuell ein bisschen slow. Ja.
Bunny Hopser. Boah, jetzt switcht er das Deck. Dann weine ich, wenn das ein Tockwurgel-Druide ist. Dann weine ich wirklich. Oh Mann, ja. Tut so weh. Okay. Bunny Hopser. Ein 3-3er Bunny Hops. Ich will euch und euch und euch. Ja. Bunny Hubs. Ja, das ist das neue Schwarz. Oh, er mäht hat mich trotzdem kaputt, ne? Oh. Oh. Gut gespielt. Ich danke. Geil, genau so habe ich es mir vorgestellt. Egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere, es hat sich schon gelohnt. Ich werde es wahrscheinlich verlieren.
Ja, das war klar. Ah, es hat sich trotzdem gelohnt. Los geht's. Echt traurig. Dass den Robo-Hopstern so wenig Ehre zuteil wurde. Das war's. Aber gegen die Metadecks kannst du halt nichts machen. Das ist so. Ich danke euch. Witzig war es trotzdem. Ich mache noch eine Runde. Noch ein Ründchen. Die Freude ist ganz meinerseits. Endlich habe ich immer Glück. Captain Cat, bringst du mir Glück? Wirst du die Bunny Hopster zum Sieg führen, Robo Hopster? Ich sage immer Bunny Hopster. Ne? Er nimmt das Buch. Bisschen gewastet, aber. Combo ruft ein Jade Golem. Seht ihr, ich spiele zu selten Schurke. Ich kenne mich nicht aus. Mal überlegen, ob ich den wieder auf die Hand hole. Ah, nee. Ja, nee.
Jetzt muss ich gleich bei 8 Mana den, dann den auf den und dann den. Das wäre eine gute Kombo. Oder? Ich gläube. Mach ich's halt so. Epic. Bunny Hopsa. Hoffentlich gibt er nicht auf. Ich möchte das schön krass durchspielen. Guckt euch das an. Ist das geil oder was? Ich will euch und euch und euch. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Komm, bitte, vernichtet alle Diener, tu es. Vernichte sie alle. Selbst das eine Häschen kann ihn fast one-hitten. Das wird nicht reichen, mein Freund. Das wird nicht reichen. Wird der Robo-Hopser echt gewinnen? Geil.
Bunny Town. Boots. Boots. Ihr seid Geschichte. Alter. Genau so habe ich mir es immer vorgestellt, wie das mit diesen Häschen ist. Mit den Robohoppern. Was sagt ihr dazu? Geil oder was? Ja, ja, spiel doch, was du willst. Nix kommt gegen die Hasenarmee an. Außer der 8-Mana-Spell vernichtet alles. Gut gespielt. Boah, das scheppert richtig, ey. Das habe ich gar nicht. Deswegen habe ich mir den einen zumindest noch aufgehoben. Gut gespielt. Los geht's. Los geht's.
Naja. Leider hat es nicht funktioniert, aber wir hatten trotzdem unseren Spaß für ein Episödchen. Ich zumindest. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.